Leute, guten Tag, weitere Folge. Der Unfallschaden wird vom Staat bezahlt. Das zahlst du. Nein, das zahlst du. Das zahlt wieder. Nein, das war voll Timo, also Omi. Das war doch ein Bug, oder? Das war auf jeden Fall ein Bug. Da war auf jeden Fall Platz noch. Ja. Guckt euch das im Video an. Ich bin an Omid vorbeigefahren, richtig langsam, und er auch an mir vorbeigefahren. Auf einmal haben unsere Traktoren haben sich beide auf einmal überschlagen. Saki, der ist buggy. Können wir zurücksetzen? Ja, klar. Saki, der ist buggy. Sollst du zurück, soll ich? Nee, ich mach das. Dein Mikro. Zack. Das war ein Bug, oder? Zack. Meine auch, ey. Danke. So, Achtung. Oder? Timo, das war ein Bug. So, sind jetzt hier noch... Jetzt sag nicht, ach, ich hab die zurück. Okay, sind die jetzt wieder repariert durchs Zurücksetzen oder nicht? Das wäre jetzt mal interessant. Dein Mikrofon. Mikro. Richtig schlimm gerade. Wo sind wir denn? Ach. Hä, wo sind wir denn? Hä? Steig mal kurz aus, Timo. Timo, steig mal kurz aus. Nein, den verkaufe ich doch jetzt. Der wird für einen Vollpreis verkauft. Lass mich kurz dahin kommen. Vorsichtig, Timo. Ich fahr schon. Timo, du fährst zum Werkstattwagen und reparierst dich einfach so, okay? Timo, stand mal kurz aus. Nein, ich fahr jetzt kurz zum Händler. Doch, trotzdem musst du hingehen wegen meinem anderen Trecker. Was für einen anderen Trecker? Der ist nicht an deinem Hof. Du hast doch nur einen Trecker. Ja, eben, wo ist meiner? Ich fahr gerade damit. Der ist falsch. Ich fahr gerade zum Händler. Der ist falsch, ja, du bist richtig. Ja, ich versuche mal da durchzukommen. Soll ich das Werkstattauto jetzt nehmen? Nee, musst du nicht. Ist alles okay. Mir muss ich einen neuen Traktor kaufen. Such dir mal einen neuen Traktor raus. Aber für 35.000. Also ich sag dir gleich, der hat keinen Bug, der Traktor. Aber von alles mir aus kannst du ihn für den Vollpreis verkaufen. Okay. Weil er ziemlich laut ist. Würde ich jetzt mal sagen. So. Wo sieht man, wie viel ein Feld kostet? Geil, du Feld hin und dann er drückt. Sie müssen dieses Fahrzeug reparieren. Nils, hast du oben diese weiße Leiste? Steht dein still, Timo? Oben links. Er steht. Ja, da musst du ja. Gut, ich bin auf dem Hof. Ja. Dann gehst du zu einem Feld hin und da ist dann ein kleines Symbol und da gehst der du. Der Werkstattwagen müsste auf dem Hofhof sein, wenn Nils ihn da wieder abgestellt hat. So, Thomas, jetzt kannst du zum Händler in deinen Traktor. Das, sonst mich ja, irgendwie kann ich da gerade nicht rein squitchen in den Werkstattwagen. Wer ist im Werkstattwagen? Jetzt. Ich jetzt. Timo? Ja. Ich bin jetzt drinnen. Mal ganz kurz, ich muss jetzt ganz kurz mal weg. Ich wäre dann so circa 10 Minuten nicht da. Ja, okay, mach das. Also ich dachte mir... Ich mute mich dann gleich und dann bin ich kurz weg. Ich dachte mir einkaufen... Rausgehen aus dem Traktor. Warum? Weil ich ihn verkaufe. Soll ich aus dem Channel rausgehen oder soll ich ihn einfach muten? 10 Minuten kannst du drin bleiben, mute ich. Wenn ich jetzt R drücke, dann kaufe ich es aber sofort. Dann sehe ich doch nicht, wie viel es ist. Oder? Nein, du kaufst es nicht, Mensch. Drück R. Ach wenn so, ich okay. sage R drücken, dann ist das richtig. Tut mir leid. Fuck, ey, ich wusste, ich hätte genug Geld noch dafür übrig gehabt. So, Nico, auf Thomas Konto bitte 35.000 drauf. Ja, ich weiß nicht, welches ich kaufen soll für 35 oder für 50. Frag Nico gleich, wie viel Geld du hast. Achso, warte erstmal, was er kaufen möchte. Er hat so oder so nur 2.100 gerade. Ja, dann pack das so. Darf ich mir noch mal einen kleinen Betrag von den Leinen, den ich dir später zurückzahle? Warum? Nee, jetzt arbeite doch erstmal dafür. Nee, aber ich will mir gerne so... Und durch einen scheiß Unfall... Ich gebe den ja eh wieder zurück, also muss ich eh dafür arbeiten. Du hast noch gar kein Feld, oder was? Wie viel habe ich jetzt? Nein, und ich würde mir gerne eins kaufen, was direkt hinter meinem Dings ist. Nico, wie viel habe ich? Kostet aber 33.000. Du hast 2.900. 33.000, und wie viel hast du? Wie viel habe ich, Nico? An Kohle? 32.000. Achso, nee, warte, minus 14.000. Ja, minus 14, na shit. Helmut? Warte, nein, ich kann nichts nallen. X? Keine 16.000? Nein, ich brauch erstmal einen Traktor, Junge. Ich hab einen. Momentan hab ich am meisten Geld. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Hier ist die 24, geil, die ist. Ich hab einen gefunden. Warte, Nils, wir reden da gleich drüber. Lass erstmal mit Thomas und ich brauche auch noch einen Traktor. Ach, nur 24.000. So, was ist denn Thomas? Und zwar, ich will sonst den MB-Truck 1600 Turbo V1. Für 33. Hol den V3, der ist gut. Ja, den hatte Timo doch gerade. Den hatte ich gerade, der ist buggy. Hol dir den nicht. Okay, schade.
Sonst wäre der für 40.000. Ach, so viel Geld hast du nicht. Ja, eben. Da musst du. Du könntest diesen russischen nehmen da. Der hat aber nur hinten eine Kupplung. Welchen? Wie viel Geld hast du? Eben, ja, das ist nicht scheiße. Ich hätte eine Aussicht, aber habe ich nur noch 800. Wie viel Geld hast du denn? Nicht genügend. Ich glaube, irgendwas mit 39, 38. Ne, 37.000 Christian Schlüter. 37.800 hat er, glaube ich. Den habe ich eben noch 800. 900. Ja, aber der Trecker ist gut und er hat Power. Okay, kauf ich den. Welchen der? Ein Schlüter? Ein Mod oder ein normaler? 500 TVL. Ich glaube, das ist ein normaler. Bis 37.000. Ich habe mir gerade nämlich aufgeschrieben, dass wir den MB-Truck rausnehmen, weil der buggy ist. Na kurz. Oder warte mal, Deutsch sind im Angebot. Ach, sind alle zu teuer, tut mir leid. Welcher MB ist jetzt mein Traktor? Den zweiten, ne? Den großen. Muss ich jetzt? Warte, ich kauf den doch noch. Den Schlüter wolltest du jetzt haben. Schlüter. An die Zuschauer? Ja, und kannst du vielleicht auch noch gerade noch. Der Schlüter kostet über. Hä? Hab ich gerade einen Fall? Das ist 37.000. Der Mod-Schlüter ist das. Ja, gut. 12.000, okay, ich habe ein Feld gefunden, das kleinste. Und dann so, könnte ich mir noch ein Ding kaufen, eine 37.000, Palette. Nico. Kann ich noch eine Palette Ding kaufen? Dingsmuster hier. Pflanzen? Bäume? Nein, Bäume. Ja, bring erstmal deine Bäume hier weg, bevor Timo? Du eine neue kaufst. Ja, okay. Weil jetzt muss hier leer werden. Hier dein Glasgewicht mitnehmen. Und was ist das hier? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist das, ich glaube, das hast du gekauft, oder? Dann können wir das ja verkaufen wieder. Was ist das eigentlich? Für was? Das ist für Bäume, damit kannst du. Das packst du an irgendeinen Kran dran, aber das brauchst du eh nicht. Das verkaufe ich. War das nicht eine Wurzel? Ja, das verkaufe ich für einen Vollpreis, mach ich dir ein Geschenk mit, damit du hier wieder Geld kriegst. Würde ich auch. Also, okay. Ich bin dann mal kurz weg, ich bin dann so in circa 10 Minuten wieder da. Ja, pack mal bitte 3.000 bei Thomas wieder drauf. Bis später. Moment, ich muss hinten zum. Genau. 3.000 bei Thomas, bitte. Ja. Gut. Ich heiße eigentlich bei Alice wirklich Thomas. Ja. Ich dachte, ich heiße Tömu. Okay, Tömu? Genauso wie bei Minecraft. Und das ist, glaube ich, auch dein Ziel, Thomas. Ja, es kostet also mir. Ja gut, das holst du ja dann ab. So, jetzt... Soll ich mit nach Hause fahren zu dir, Thomas? Ja. Nee, das mitbringen? Ja, kannst du machen. Wow. Timo, jetzt habe ich wegen dir 1% Schaden. Ups. Ich wollte gucken, ob bei dir noch einen da mitfahren kann. Timo, könntest du ja, ist klar. Ja, Nils, such. Du hast jetzt Minus, ne? Ich leih dir 10.000. Nein, ich habe kein Minus auf dem Konto. Ich habe irgendwas mit 13.000 und ich habe ein Feld gefunden. Du hast 13.000 auf dem Konto? Nein, er hat mehr. Ja. Nils hat 15.700. Hätte Nils nicht ein Minus wegen der Reparatur? Nein, er hatte 32.600. Das fällt hier nicht. 775. Ich muss mich halt hocharbeiten. Ja, klar. Feld 8. So, wie viel ist das? Nils jetzt? Kriegt Feld 18 für 12.100. 12.100, das sind dann 3. Achtung, Timo, jetzt wird's laut. Quitter kommt. Hast du, Nico? Welches Feld? 18. Also die Felder schreibe ich mir auch immer nochmal auf, weil ja, dann mache ich das nicht. Für die Leute jetzt hier, die zugucken, ich habe eine Excel-Tabelle, da schreibe ich dann rein, wem welches Feld gehört und den aktuellen Kontostand nach der Aufnahme. Damit wir das alles dingfest haben. Das kann ich euch dann auch schicken, die jetzt hier mitspielen, damit sehen, wer wie viel hat, wem welches Feld und wer welchen Bauernhof hat. 3 Bauernhöfe sind übrigens noch frei, ne, liebe Community. Falls ihr Lust hättet, 3, ne? 2. Einer, drei, oder? 2. Weil einer, der ist ja der Hauptbauernhof. 7 Bauernhöfe sind hier drauf. Ohne dem. Ja, eben. Und einer. Nee, 3 sind noch frei. Ja, sicher? Ja. Ohne den Hauptbauernhof, meine ich. Da muss man gucken, wie der Hauptbauernhof heißt. Wir sind 6. Dazu gehört aber ein gutes Mikrofon. Genau. Und eine nicht zu hohe Stimme. Also eine angenehme Stimme, sage ich jetzt mal. Nicht so, mal. Ne? Nicht so wie Helmut, genau. Also nicht so genau, niedriger als meine geht nicht. Richtig? Ja, genau. Nils ist schon hart an der Grenze. Ja. Das weiß er aber auch. Und die müssen mindestens man sollte schon ein bisschen sich verhalten können und schon das Spiel etwas kennen. Und man muss mindestens 150 Jahre alt sein. Okay, gut. 150? Ja, okay, ist in Ordnung. So, jetzt, ich brauche jetzt einen Traktor, Mann. Ey, Junge, wieso ist die Entscheidung so schwer? Mal kurz.
Wie viel Geld habe ich, Nico? Jetzt mal hier. Ach, so ein paar. Sag mal bitte. Das werden wir erfahren in der nächsten Folge, wie viel Geld Timo hat. Das sage ich euch jetzt noch nicht.